Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Grim Dawn und wir wollen hier hinein in den Keller. Da schauen wir uns doch mal an, was wir hier finden. Na, geht ja mal gleich los hier. Na, die Skelette räumen da aber auch schon fast alleine auf. Es sind aber schon wieder noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Das kann ich nicht gutheißen. Es sind drei. Hallöchen. So. Was haben wir denn hier oben? Gehen wir mal hier hoch. So. Also ich finde diesen Skelettangriff schon recht mächtig. Oder dieses, wo die Dinge aus dem Boden kommen. Finde ich schon nicht ohne. Haut ab. Du da oben kannst dich auch mal von dann machen. So. Bisschen. Zauberstab, na, siehst du. So, nehmen wir auch. Sehr gerne sogar. So, das haben wir auch. So. Muss sich auch lohnen, ne? Rennen wir gerade einmal im Kreis? Ja, das tun wir. Das wollen wir natürlich nicht. So. Da ist der Weg versperrt. Da kommen wir auch nicht durch. Mal schauen, wo wir dann hier rauskommen. So, da kommen wir sonst wo raus. Meine Vermutung ist ja, dass wir hier in Burwich selbst rauskommen. Wir gucken einfach mal. Ja, da ist nämlich das Teil, das wir einnehmen sollen. Aber wir machen das. Wir gehen hier erstmal wieder zurück. Schnauze da oben. So. Wie gesagt, wir wollen ja nichts vergessen. Ne? Das muss ja nicht sein. So, hier ist aber auch nichts mehr. Dann können wir jetzt mal versuchen, das Portal einzunehmen. Das wird jetzt ein bisschen geschnetzelt. Daran erinnere ich mich noch. So, dann wollen wir mal das Portal einnehmen hier. Geht los. Ja. So. Schnauze und umfallen. So. Oh, keine Skelette mehr. Nicht gut. Oh, ein Bossgegnerchen. Oh, der ist thematisch durch. Da liegt ein bisschen was und dann haben wir das Rift auch eingenommen. Und wir sollen auf jeden Fall gleich mal im zurückkehren. Ist jetzt die Ruhe. Dann kehren wir jetzt auch zurück. La 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 la. So, John, wo bist denn du? Da bist du ja. So. Have you found a rift gate in Burwich? Yep. Situation out there. Good work. While you were gone, I dug through some of the files in this office, and I think we have our target.
As you are acutely aware, ethereals can possess humans and bend them to their will. I always had my suspicions, but now I have little doubt. The former warden of this prison is possessed. Okay. There have been countless holes in the prison records, prisoners just disappearing, never to be seen again. The warden's personal logs paint a more complete picture. He's been transferring prisoners into a secret facility underneath his mansion in Burwich Village for years. What for, I don't know, but I'm sure it wasn't for rehabilitation. Eher nicht. There are also several mentions of ethereals and riftgates. I need you to find this man. Warden Krieg owned a mansion in the northern district of Burwich Village. The logs indicate that his facilities can be reached via the cellar. I'm afraid I don't have more to go on, but... Okay, dann werden wir, das ist das Ziel. Das ist auch der erste Hauptboss, wenn ich das zurecht in Erinnerung habe. Wir können hier noch nichts bauen. Habe ich mir fast gedacht. Hier ist auch nichts weiter. Doch, da unten. Da unten. Herr Ulgrim. Wenn das nicht meine Retterin ist, ich kann dir gar nicht genug danken. Endlich kann ich wieder für andere Leute kochen. Nimm dir etwas Suppe, das ist alles. Geht's noch? Muss man etwas trinken? Einen kleinen Moment bitte. So, besser. Okay, er erzählt Geschichten. Eine machen wir. Aber, Sekunde nochmal ganz kurz. So. Vor dem Grim Dawn servierte ich in der Hauptstadt einigen Herren eine Mahlzeit, die in ein Gespräch über eine bemerkenswerte neue Reisemethode mit Hilfe von arkanen Toren vertieft war. Sie sagten, es würden denen in der Hauptstadt stationierten kaiserlichen Armeen erlauben, fast augenblicklich in den entferntesten Provinzen zu erscheinen. Stell dir vor, welche Entfernung der Generalstab des Kaisers zurücklegen würde, um sich solch einen entscheidenden militärischen Vorteil zu beschaffen. Nö, reicht. So, Aufgabe ist klar, den Aufseher töten. Wir haben immer noch nicht den Lehrling gefunden. So, dann erkunden wir ein wenig Dorf Burwich. Da werden wir sicherlich noch auf einige Viecher stoßen. Siehe da. So, Schrott nehmen wir natürlich immer gerne. Ups, jetzt bin ich da reinmarschiert. Wollte ich das? Upsala. Hallöchen. Tschüss. Da willst du einfach nur irgendwas aufnehmen und dann landest du... Was denn? Was ist dein Problem? So. Lalalala. Ist das die Hütte, wo wir gerade eben rausgekommen sind? Ja, das ist das doch. Nur die andere Seite. Na super. Dieser Weg war umsonst. Manchmal ist das so. So, dann hier wieder raus. Dann untersuchen wir mal weiter das Dorf hier. Na, da geht's natürlich nicht lang. Was denn? Ach, ihr wollt da rein. Ja, dann kommt doch hier lang. Das, was sie da macht, macht keinen Sinn. Auch raus. So, dann gucken wir mal hier entlang. Was denn? So.
Schnauze. So. Hier irgendwas zu holen. Sieht irgendwie nicht so richtig danach aus. Aber da kann man rüber, wenn ich das richtig sehe. Hier irgendwie. Dann machen wir das doch mal. Nö. Das war jetzt auch nicht sonderlich effektiv. Da haben wir... Ach, haut ab. So, der Äther ist weg. Das heißt, da kommen keine Viecher mehr raus, was ja auch nicht das Verkehrteste ist. So, dann können wir hier mal... Ne, da geht's runter. Das will ich erstmal noch nicht. Wobei wir einen Keller suchen. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Nüscht. Wir könnten jetzt natürlich mal in den Keller hineingehen. Ja, das machen wir noch. So, guten Tag, Jan. So, wo willst du denn hin? So. So. Okay, da liegt noch einmal Schrott. Da kann man einmal entlang. So, da haben wir was. Die gewebte Kordel lassen wir mal Kordel sein. Hallo. Für einen Kupferring sollte immer Platz sein. Hallöchen. So, die waren dann auch mal recht schnell Geschichte. Aber ich glaube, damit sind wir auch durch. Da oben ist noch eine Mahlzeit. Die werde ich mir jetzt noch abschließend holen für heute. So, wo ist er denn? Da ist er irgendwo. Ne, da wohl. Ja, so oder so ähnlich. So kann man es machen. So. Was mit ihm hier? Er sieht ziemlich... Ja, Inventory ist auch voll. Ja, jaul, jaul, jaul. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen aus dem Keller hier mit vollen Taschen und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.